Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Elex 2. Da unten geht es schon mal ordentlich ab, wie man sieht. Ihr habt euch ja schon mal um den Wilder gekümmert. Au! Frech! Also wirklich viel habt ihr ja auch nicht drauf, ne? Sehr angenehm. Titanbrecher. Mhm. Ne, will ich gerade nicht. Ich glaube, wir hauen dich mal noch schnell um, ne? Komm mal her. Sehr cool. Ne, benutzen will ich das nicht. Ich würde gerne hier noch ein bisschen nachschauen. Okay. Haben wir alles hier? Ja. Zu langsam ausgewichen. Dankeschön. Ach stimmt, ich könnte mal gucken, wie ich wieder ein bisschen was an Heilung machen könnte. Die Mission ist jetzt aber fertig, oder? Gut. Dann klauen wir uns vielleicht noch ein bisschen was an Elex-Rationen. Schon das eine hat man gefunden, konnten es aber nicht öffnen. Du willst mir hoffentlich nicht weismachen, dir gefällt es hier. Stört dich was? Nein. Abgesehen davon, dass ich mir den Arsch abfriere, könnte ich glatt hier einziehen. Bewegung hilft. Mhm. Fresse halten auch. Ah ne, warte mal, hier ging es nicht rüber. Wir müssen da hinten rein. Aber wahrscheinlich ist es auch noch einigermaßen bewacht, ne? Aber da ich eh angeschlagen bin, könnte ich mich vielleicht nochmal eine Runde hinlegen. Ach nee, Quatsch, das ist nur zum... Okay, 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 stimmt das. Wir können die Quest hier einfach auch abgeben. Was bringt das eigentlich? Schauen wir doch mal. Ich speichere mal schnell. Einer deiner Kollektoren stiehlt Elex-Rationen. Von wem sprichst du? Brax. Nummer 73. Verstehe. Wie meinst du das? Er ist lediglich überschüssiges Inventar. Alps, die sich im großen Maße widerrechtlich verhalten, verdienen keinen Namen. Sobald wir mit ihnen fertig sind, sind sie nichts weiter als totes Zahlenmaterial. Und was passiert nun? Vorerst nichts. Er stand schon länger unter Beobachtung, nur konnten wir ihm bisher nichts nachweisen. Deshalb brauche ich Beweise. Sorg dafür, dass wir sie bei ihm finden. Wie du das anstellst, überlasse ich ganz dir. Dein Dienst soll nicht unbelohnt bleiben. Wie es bei den Menschen üblich ist, werde ich dich mit Elixit bezahlen. Ich könnte halt das noch abziehen, aber dann ja, fällt das halt auf. Also das hat jetzt weder positive noch negative Sachen gegeben, sondern dann bleibe ich halt dabei und werde weiter die
Dings angehen. Das war, glaube ich, hier unten, ne? Kann ich eigentlich in dem Jetpack gerade noch was machen im Moment? Ich könnte noch Bremsraketen. Achso, ne, das bringt ja gerade nichts. Dafür haben wir jetzt gerade keine Lernpunkte. Gut. Ich können wir jetzt eigentlich nochmal verbessern. Ne, können wir nicht, weil wir keinen Waffenschmied haben und nicht nötige Geschicklichkeit. Alles klar. Das war einfach nur dieser riesige... Ja, okay. Dieser riesige Bereich. Okay, habe ich hier noch ungeöffnete... Ist hier gerade jemand? Nö. Cool. Ungeöffnete Tresore, nämlich ich glaube, wenn waren die eins drüber, ne? Sehr gut. Oder mindestens eins drüber. Ah, ich glaube, den Trank haue ich mir direkt mal rein. Hm, so, einiges an Schrott gesammelt, cool. Sehr. Haben wir einen Attributspunkt mehr und damit können wir dann auch noch. Na komm, dich weiter nachziehen. Sehr gut. Hier war ich dann scheinbar noch nicht. Okay, alles klar. Das wird größer, dann wird's kleiner, dann wird's wieder größer. Mal schauen. Vier stimmt, sechs ist am falschen Platz. Sehr gut. Könnte da vielleicht die sechs hin? Vielleicht noch eine 2 und 5. Die stimmen. Gut, kleiner als 6 ist ja nicht mehr allzu viel. Probieren wir mal 3 und 7. 7 stimmt. Ah, jetzt. 50-50 Chance. Eins oder null. Nehmen wir mal die eins. Und haben es versucht. Das war nichts. So, das war, warte mal, 4, 6, 0, 7. Ja. Geht doch. In der Tat.
Gut, und dann müsste da hinten ja noch was sein. Theoretisch könnte ich ja auch einfach nochmal neu laden. Also im Hacken kann, glaube ich, dann nicht allzu viel schief gehen, oder? Gut, was haben wir denn? 7, kleiner ist zum Beispiel eine 4, größer wäre 6 und kleiner wäre die 2. Das ist ja schon mal gut. 4 kommt nicht vor. 2 kommt vor, aber an der falschen Stelle. Dann kommt die 2 einfach dahin. So. Und kleiner als 6. Was haben wir denn? 5, 1. Ja gut, da bleibt es halt noch relativ viel übrig. Probieren wir mal die 1. Ne. 3. Nö. 0. Geht doch. Sehr schön. Dann her damit. Gut, haben wir das auch mal erledigt. Ich hoffe mal, da freut sich dann jemand. Und wir kriegen Zerstörungspunkte dafür. Was? Ich habe nichts gemacht. So, bitteschön. Ich habe die Elex-Ration, die du wolltest. Sehr gut. Du hast mich ausgezeichnet vertreten. Ich muss dir hoffentlich nicht erklären, dass dieses Geschäft unter uns bleibt. Gerade jetzt, wo wir Alps lernen, das Leben neu zu begreifen, ist unser Zusammenhalt umso wichtiger. Und deswegen ist jetzt auch ein guter Zeitpunkt, dass ich dir helfe. Da mir nicht entgangen ist, dass du den Menschen schon sehr ähnlich geworden bist, wird etwas Elex deinem Organismus sicher gut tun. Hier, du hast es dir verdient. Was hast du anzubieten? Mein Sortiment steht dir offen. Gut, dann können wir zumindest mal noch ein bisschen was an Schrott loswerden. Schön. Okay, das hat aber auch weder positive noch negative Auswirkungen gehabt. Hast du neue Einsammelmissionen? Warte kurz. Ich habe mit Askel gesprochen, wegen der Elex-Köder. Du erinnerst dich? Ja, es geht um die Häscher. Genau. Ich war mir nicht ganz sicher, wie lange das Kontrastmittel braucht, um in das Gehirn von ihnen vorzudringen. Askel meinte, es müsste jetzt reichen. Wir könnten die Gehirne ernten gehen. Als Motivation möchte ich noch einmal erwähnen, dass deine Bezahlung äußerst großzügig ausfallen wird. Du weißt, wo du mich findest. Alles klar. Gut. Ich erwarte dich bald zurück. Ja, dann machen wir das vielleicht direkt mal weiter. Da. Ja, es sind mehrere, wie es aussieht, okay. Ich glaube, dann würde ich mich noch einmal kurz hinlegen vorher, dass wir aufgefrischt sind. Sicher ist sicher.
Ihr habt hier keine Betten. War hier noch irgendwas? Was brauchst du? Okay, auch ein Händler. Muss das sein? Da waren die Betten. Müde. Da. Schlechter Zeitpunkt. Du solltest besser gehen. Ich will mich doch nur hinlegen. Besser für dich. Sind da hinten wieder irgendwelche Leute sauer auf mich? Na, lass erst mal gucken, wo wir hin müssen. Dann verziehe ich mich nämlich jetzt einfach. Geile Gegend. Ah, fuck, warum das kümmerst Vieh ist du dich da. Ständig um die Belange anderer? Ich habe es mir nicht ausgesucht. Du solltest egoistischer sein, mehr auf dich hören. Ich bin mir nicht sicher, ob das meine Probleme löst. Hör auf, meine Ratschläge zu hinterfragen und tu, was ich sage. So viel dazu. Gut, können wir uns nochmal zwei Burger? Zusammen schaffen wir das. Ja, wenn wir zusammen sagen, Nesti, wäre es vielleicht auch praktisch, wenn du mal angreifen würdest, ne? Okay. Das sieht gut aus. Cool. So, das ist doch ganz gut vonstatten gegangen. Eisenbahn, Blumentorf, was war das da? Scharfschützen, sehr gut. Lass direkt mal reinhauen. Cool. Dann lass uns doch nochmal rübergehen. Ja, es kann gut sein, dass die Dinger hier neu gespawnt sind. Gerade von neu gespawnt reden. Das sind, glaube ich, normale. Ich glaube, die lassen wir dann tatsächlich mal gerade. Ja, die hatten wir dann auch mitgenommen. Jawohl. Dann schauen wir, was die Herrscher jetzt zu sagen haben. Zu langsam. Also mit dem schweren Angriff zumindest.
Okay, du hast zwei Angriffe. Alles klar. Bringt dir dann aber gerade auch nichts. Ach ja, die Begleitung. So, haben wir es doch noch überstanden. Cool. Haben wir alle? Stimmt, hier war noch eine Truhe, aber ich glaube, Truhen knacken habe ich halt auch noch nicht gelevelt. Und von daher lassen wir das mal. Das können wir vielleicht nochmal. Obwohl, wir haben es jetzt hier relativ leer hier. Habe ich beim letzten Mal nicht geplündert? Achso, es kann sein, dass der Unhold oder was das oder der Dings dann. Außenposten Delta an Hauptquartier. Hört mich jemand? Wir müssen raus hier. Schnappt euch alles, was ihr tragen könnt. Die Alps überrennen uns. Warum hat die keiner bemerkt? So eine Scheiße. Schnapp, los, los, los. Gib. Ah, oh, danke. Verdammte Ausdauer. Machen wir es etwas spannend. Nur weil ich wieder zu geizig für Heiltränke bin. Dafür haben wir halt einfach nicht genug. So. Haben wir irgendwelche Nahrungsmittel, wo wir relativ viel von? Du bist auf 6, okay. Bringst aber nicht so wirklich viel. Und für den Kampf auch nicht praktisch, weil das hier nur langsam hochheilt. Okay. Ich glaube, hier war ich echt nicht so gründlich mit dem Plündern, wenn ich mir das mal anschaue. Die Soldaten stehen zum Angriff bereit. Commander Xorg hat den Befehl gegeben, heute Nacht anzugreifen. Späher haben Lücken in der Mauer entdeckt. So gelangen wir ungesehen in das Innere der Burg. Die Kleriker werden keine Chance haben. Mhm. Gut, da drin sollte ich aber alles mitgenommen haben. Bis halt auf diese eine Kiste, die ich noch nicht öffnen kann. Okay, wir geben das Zeug mal ab. Ich hoffe, da freut sich jemand drüber. So. Da geht's runter. Das war genau da hinten in der Ecke. Hm.
Ah gut, kann sein, dass die Mitleute schon pennt. Verdammt. Keine der großen Gemeinschaften hat einen wirklich guten Plan gegen die Fremden. Wir werden uns etwas einfallen. Sorry. Ich habe keine Ahnung, welchen Tag wir heute haben. Um mich herum ist alles still geworden. Ich zittere am ganzen Körper. Subjekt 42 weigert sich weiterhin mit uns zu kooperieren. Die Aufnahme der Medikamente erfolgt ab sofort über die Nahrung. Daher werden die Substanzen vor der Verabreichung in die Lebensmittel gespritzt. Die Durchführung der Versuchsreihe ist damit gewährleistet. Es wurden Auffälligkeiten in der Gestik und Mimik des Subjektes beobachtet. Starkes Schwitzen und zitternde Hände sind ebenfalls wahrzunehmen. Das Subjekt spricht kaum noch. Falls eine Unterhaltung zustande kommt, ist es schwer zu verstehen. Zusätzlich wurde festgestellt, dass es halluziniert. Nächste Phase wird eingeleitet. Die zu verabreichenden Medikamente werden erneut um das Doppelte erhöht. Schleichst du etwa? Mhm. So, ich würde gerne eine Gefälligkeit bei dir einlösen. Das heißt? Ich will, dass du mich auf meiner nächsten Mission begleitest. Wie sieht diese genau aus? Einige Kleriker sind in Caracas auf Erkundungstour. Ich will wissen, wie sie ticken und wie sie über uns Alps denken. Ich will ihre strategischen Pläne studieren und mir ein Bild davon machen, inwieweit ihr Gedankengut uns Alps gefährlich werden könnte. Verstehe. Weißt du denn, wo diese Kleriker gerade sind? Ja, aber nicht für wie lange. Wenn wir sie erwischen wollen, dann müssen wir uns beeilen. Machen wir tatsächlich später oder danach vielleicht mal. Da wäre noch ein Bett. Müsst du nicht in der Bastion sein eigentlich? Wegen der Mutanten. Ich habe die Gehirne der Häscher dabei. Ah, ausgezeichnet. Ich habe fast nicht mehr damit gerechnet, dass du lebendig zurückkommst. War es denn schwierig, die Gehirne zu besorgen? Die habe ich mit einer Hand hinter dem Rücken zum Frühstück verspeist. Na, wenn das so ist, dann wird dir das hier als Belohnung ja vermutlich ausreichen. Du kennst das Prozedere. Ich werde dafür sorgen, dass die Gehirne fachgerecht konserviert werden, damit ich sie mit meinen Schülern obduzieren kann. So lange habe ich keine Arbeit für dich. Ich komme auf dich zu, falls ich mal wieder etwas von dir brauche. Ach, fast hätte ich es vergessen. Danke? Okay, warum nicht? Okay. Gut, du hast noch nichts Neues. Damit hätten wir das erledigt. Gut, dann machen wir die Quest für Nyra gerade. Speichern einmal kurz und beziehungsweise ich glaube, das machen wir tatsächlich in der nächsten Folge, wenn ich mir das mal so anschaue. Jetpack haben wir nichts Neues. Dann schaue ich gerade mal, ob hier noch irgendwas Interessantes ist. So viel Schrott dürften wir auch nicht eingesammelt haben. Hm, Mana-Trank. Hm. Wer weiß. Wer weiß. Gut, jetzt aber. Dann kann ich mich ja schon mal verabschieden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal dann wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.